Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der Maple Creek im Forst unterwegs und Forst und Holzproduktion, sag ich mal so, und wir sind bereits in Folge 59. Ja, wenn euch die Serie so gefällt und die Maple Creek euch zusagt, falls nicht, macht natürlich irgendwelche Kommentare rein, schreibt was ihr wollt oder was ihr gerne geändert haben wollt oder was welche Mods euch noch fehlen und so weiter und so weiter. Und sonst würde ich mich natürlich dann über ein Abo freuen, über einen Share freuen und auch über den Daumen nach oben freuen, wenn euch die Folge nachher gefallen hat, damit wir sehen, dass es auch hiermit weitergeht sozusagen, weil das ist eine der Let's Plays, die so ein bisschen, ja, hinken, sag ich mal so, ne? Ja, ich wünsche euch dann trotzdem jetzt viel Spaß dabei und dann schauen wir mal. So, ja, die sind voll, aber kein lohnenswerter Preis, ne? Was wir jetzt rumfahren können auf jeden Fall. Das ist nur unser Hackschnitzel. Mit dem Hackschnitzel müssen wir jetzt auf jeden Fall los. Und in die Betonfabrik bringen das Ganze. Wie ihr seht, ist das ein richtig weiter Weg. Nee, ist nicht. Seht ihr, ist ja ein traurig kurzer Weg. So, ja, die andere Überlegung ist jetzt tatsächlich, ob ich hier Paletten einlager. Und zwar Paletten mit Kartons. Ich habe selber noch nicht so geguckt, wie das funktioniert. Von meinem Glück muss ich das natürlich alles hier, ja, ne, auf das kleine Feld bringen und wir müssen es mit dem Stapler aufnehmen. Huhu. Hier kriegen wir es wahrscheinlich wieder raus. Ah ja, okay. Ja, solange die andere Palette noch nicht voll ist, sehen wir einfach mal, was passiert. Hier haben wir die vorhin erst gefüllt. So, hier fahre ich jetzt vorsichtig rückwärts ran. Boah, Eier hier rum. Habe ich schon gesagt, nur rückwärts fahren? Traumarbeit. So. Schön hier hoch. So. Und rein damit. Da passt natürlich nicht alles rein. Das ist aber kein Problem. So, jetzt mache ich eine gemischte Geschichte. Das heißt, ich fahre jetzt mit ihm hier zu den Produktionen unten. Werde aus der Palettenproduktion auf jeden Fall die Hackschnitzel rausnehmen. Weil da sind nämlich auch welche produziert worden als Reste. Werde dann einmal die Hackschnitzel voll machen in der Nachbarproduktion. Fast gekippt. Oh, nur weil ich geguckt habe, dass ich die Luke zumachen wollte hier. Ey. Mann. Ich muss echt aufpassen in den Bergen. Das ist ja schon gefährlich. Fast am Kippeln. Wäre ja fast schief gegangen. So. Hier eine Runde rumkurven. Wie rum ich es mache, ist im Prinzip egal. Ich kann auch erst das, was ich hier habe, in die Produktion schütten. Das passt da eh nicht alles rein. Und hole dann den anderen Spaß da raus. Kommt aufs Gleiche raus. Dass meine Abgestandenen aus dem LKW erst wegschütten. Nein, aber. So. Gut, dann lass es einmal schön aufs Gitter fahren hier. Da pumpen wir mal rein, was reingeht. Wow, da gehen echt alle rein. Da muss ich echt mal gucken, was fehlt denn hier? Das ist ja extrem. Okay, es fehlen jetzt immer noch 4.000 oder 5.000. Wow, mal gucken. Die hole ich jetzt natürlich nicht extra nach, sondern ich gucke jetzt, was hier noch drin ist halt. Ne? So. Schön vorsichtig rückwärts ran hier. So. Und einmal raus damit.
Das sind 4000. Das war nicht das Ganze, was da fehlt, aber das ist für mich okay. Das schütte ich ihn ja jetzt an. Da gibt's nichts. Dann ist er fast wieder voll. Ich sollte mal ein bisschen gucken, wie ich hier fahre. Ist ja auch wieder der letzte Mensch, was ich hier mache. So, gut, jetzt gucke ich nochmal. Ja, ich weiß, ich habe ein Gedächtnis in 7. Hackschnitzel voll, Holz 7000. Das ist ein halber Baum nicht mal. Holz 14.000, 15.000. Die teilen sich einen Baum, würde ich sagen. Dann sind die Jungs hier schon wieder voll. Das ist die Produktion, die sind sehr genügsam, muss ich sagen. So. Dann können wir nämlich auch mal gucken, ich habe es gar nicht geguckt, das mache ich jetzt gleich am Hang mal als erstes. Wie war denn der Palettenpreis? Der Palettenpreis war gut. Das heißt, ich glaube, ich werde die Paletten gleich verkaufen, weil so viele Paletten haben wir nicht gebraucht bei Dings in der Kartonfabrik. Ja, und jetzt muss man noch nicht mal erklären, warum ich mit diesem LKW zu den Schafen fahre. Und, kann mir das jemand erläutern? Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir selber nicht mehr erklären, wie ich so schusselig bin. So, also hier rum, Berg hoch und dann geht cool. Dann geht's ja, doch schon ein bisschen Wendekreis hat er schon, aber er kommt halt geschmeidig in die Füße, das kann man hier noch sagen. Also das ist schon was Feines, wenn man die durch die Gegend guckt. Das hat auf jeden Fall was. So, schön in die Runde schmettern. Weil er kann auf jeden Fall noch was aus der Produktion rausholen. Da hätten wir fast unseren kompletten Lack am Zaun geschmissen. Zum Glück haben wir das nicht. Oh. Schön. Oh. Wir machen die besten Sachen hier gerade, oder? Haben wir irgendwie ein Do-it-yourself-Video geguckt, wie mache ich meinen LKW kaputt? Mann. So, okay, also Holz ist leer. Da brauchen wir es nicht drüber, ne? Sind wir sogar im Klaren. Hackschnitzel geht wahrscheinlich noch ziemlich exakt die eine Ladung hier raus. Das ist doch okay. Dann, ja, wollten wir Paletten verkaufen, weil der Preis halbwegs okay war. Aber eine andere Sache, die mich noch jetzt auch interessiert ist, ich werde einen Baum hier wegmachen oder zwei. Fragt euch, was der benutzen soll. Ja, ist ganz einfach. Ich möchte, dass die Produktion läuft. Das ist zwar nicht super schnell, was dann läuft, aber sie läuft dann. Die Frage ist, warum er sieht das so besser? Nö. Ich fahre jetzt exakt gerade auf den Baum zu. Ich kann echt nicht mehr machen, wie jetzt will er sägen. Ja, nicht erschrecken, das ist auch nur ein kleiner Baum. Den ziehe ich natürlich jetzt so den Grund weg sozusagen. Ja, die Kameraperspektive noch benutzen können. Boah, ich kann fahren, das gibt's gar nicht, ne? So. Jetzt dürfte reinfallen. Echt. Ja, kleiner Baum. So schnell verschwindest du. Flumps, bist du weg. Was hast der kleine Baum uns gebracht? 4.800.
Das war eher traurig wenig, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir werden uns jetzt hier gleich mal noch so einen Baum schnappen. Da sägt er und da fällt er und da dreht er und da kommt er hoch und dann fällt er raus. Wow, okay, und da fährt er noch weiter raus und dann in die Richtung. So, dann schwenken wir mit 2000 Tonnen Baum über uns hin und her. So, das haben wir uns aber schön schräg hingestellt, würde ich sagen. Mal gucken, das dürfte auch nicht funktionieren, oder? Ja, wunderbar. Jetzt mal rein mit dem dicken Ding. Da gehen noch mal einige rein, da ist auch mindestens noch einer dabei. Jo. So. So müssen wir ein bisschen mehr. So, dann sieht es besser aus. So, gut, okay. Das haben wir dann erstmal erledigt. Die Produktion läuft, wie ich schon sagte. Hier ist noch ein kleiner Rest drin. Das macht nichts, den kann er auch voll machen. Das ist der Übeltäter, den wir brauchen. Denn die Palette nehme ich jetzt nicht mehr mit und warte ich auch nicht mehr ab. Weil das kann dann nachher eine der Paletten sein, die ich noch mal extra Richtung Produktion bei Dings fahre. In die andere Produktion rüber. So, die hier geht jetzt in den Verkauf. Ja, dann fahren wir mit unserem guten T7, mit dem wir relativ selten fahren, eine Runde los hier. So. So, Spanngurte sind gesetzt. Die sieht man jetzt nur da unten liegen, aber sie sollen angeblich halten. Sonst rutscht ja auch nichts. Ja, der hat jetzt eine PS-Klasse, dass er natürlich auch hier den Berg hochzieht, so ein Hänger. Das ist natürlich nicht dieser super spritzigste. Aber ihr seht selber, es ist eine leichte Steigung. Und bei einer leichten Steigung nimmt er Geschwindigkeit auf. Also machen wir schon alles richtig. Man kann so ein Auto nicht nur an den derbesten Punkten messen, die muss er einfach nur schaffen. Er muss den Rest vernünftig bewerkstelligen. Das heißt, hier verliert er jetzt zum Beispiel auch Geschwindigkeit, aber wie gesagt, die Steigung ist ja auch nicht ohne, wie ihr seht. In anderen Bereichen hier nimmt er auch schon wieder Geschwindigkeit auf. So, ja, dann wollen wir mal gucken und mal noch eine Paletten verkaufen, weil das war ein Preis, der gut war. Das hat ja schon mal was. Wenn zum Beispiel bei der Kartonage irgendwas nicht, der Preis nicht gut ist, dann lagere ich das nicht ein, sondern ich schiebe die Palette einfach ein Stück zur Seite, das Platz ist für die nächste Palette. Und der Autoloader nimmt nachher einfach beide auf. Ne? Also da mache ich dann keinen Stress draus. Das ist kein Problem. Das sollte immer funktionieren. So, auf dem Weg zum Verkauf. Also hiervon dürften auch theoretisch 12 Paletten draufpassen. Es sind jetzt nur 5. Das heißt, die Summe, die wir da gleich sehen, die müssen wir einfach durch 5 mal 12. Dann wissen wir, was uns ein voller Wagen eingebracht hat. Wir sind auch nicht mehr weit weg. Da vorne ist der Universalverkauf schon. Wow, nicht so hier den letzten Meter rumzepern, das wäre natürlich doof. So, ich muss jetzt so fahren, dass die hier genau in dem Bereich sind, wenn ich ablade. So, Abladeseite. Ja, da sieht ziemlich perfekt aus. Und was bringt's? Oh, da rattern sie durch. Seht ihr? Zip.
Und da verschwinden die guten Stücke. Wir zittern hier ein bisschen. Warum, weiß ich nicht. Bleib auch ein bisschen hängen. Warum, weiß ich auch nicht. Ich steige einfach mal aus und guck zu. Ja, da vorne wird gerade weniger. Ja, ich denke, hier hängt er ein bisschen mit uns drinne. Wir sehen gleich mal, ob er als nächstes umspringt. Aber momentan sehen wir das Geld ja rollen. Das sind so die vordere Palette. Die baut er jetzt halt einfach genauso ab, wie wir sie aufgebaut haben jetzt. Oder? Schauen wir einfach mal. Die Frage ist jetzt nur, ob die letzte Palette gleich noch einen kleinen Schubs braucht oder nicht. Aber das werden wir uns jetzt noch angucken, auch wenn die Folge dann hier mal eine Minute länger wird. Das kann ich dann mal tolerieren. Das ist eh die letzte Folge einer kleinen Aufnahmegruppe. Deswegen sollte das kein Problem sein. Oh, jetzt hat er mir Einnahmen, 54.000. Das hat er also wohl hinter die Zitter-Variante jetzt oder nicht? Einnahmen 21. Nein, also, wie gesagt, jetzt ist er ein bisschen am Rumspacken und Haken und Hängen. Das werde ich jetzt mal zu korrigieren wissen. Okay. Fahre ich halt von hier hoch. Kann ich das? Ja. Ah, die Palette hängt tatsächlich. Wechseln. Da macht nichts. Ja, dann machen wir es ganz einfach. Dann versuche ich sie wieder aufzuladen. So. Und da haben wir sie wieder. So. Ja, hier ist klar, was ich hier mache. Nicht wundern. Aber eigentlich. Ja, jetzt zeigt er mir keinen Abladepunkt an. Okay, nicht so wild. Glaube ich wenigstens, dass es nicht so wild ist. So, jetzt sollte er mir einen Abladepunkt zeigen wollen müssen. Ausschalten. Die Seite ist richtig. Abladen. Ja, jetzt läuft das Geld. Ja, so einfach ist das. Das waren gerade 54.000. Jetzt noch das, was hier durch diese Palette dazukommt. Mal gucken, wie viel das ist. Wie gesagt, ich zieh das noch durch in dieser Folge, dass wir das Ende hier noch sehen. Ich mache ihn aber schon mal aus, weil zurückbringen werde ich ihn nicht mehr. 54, 64, 66.000 für 5. Also 65.000 für 5, das wären 13.000 pro Palette, wären also 156.000 für eine volle gewesen. Das ist schon keine schlechte Einnahme, muss man zugestehen. Ja? Dafür, dass es einfach nur eine Zeit dauert. Da möchte man fast eine zweite Produktion aufbauen, dass man beide laufen lässt mit Paletten, aber das ist eine andere Geschichte. So, ja, aber ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, macht doch mal Daumen nach oben. Ja? Wie soll es weitergehen? Passende Kommentare wären nett und dann natürlich auch ein Share und ein Like und ein Abo wäre super und dann bis zum nächsten Mal.